Hallo und willkommen zurück bei Persona 5 Strikers mit mir, dem J-Mo und einem Joker und dem Fanbriefs, wie gesagt. Ja, letztes Mal haben wir hier aufgehört in der Flughafenstation hier oder am Flughafen. Und jetzt versuchen wir hier weiterzukommen. Scheint nicht aufzugehen. Wahrscheinlich ist hier ist ja die Sicherheit an, von wegen Begierden und so weiter, aber die geben wir natürlich nicht ab. Das sind ja unsere Begierden. Nein, das werden wir auch nicht tun. Wir kämpfen eher. Oh, den kennen wir. Also den habe ich auch als Gegner schon hier. Damn, they found us. We'll just have to take him out. Ja, ich hoffe, euch geht's ansonsten gut. Ich freue mich, dass ihr hier mit wieder dabei seid. Und es kann gut sein, dass ich ein paar Sachen wieder hier. Kann ich bitte den Typen haben? Krieg ich nicht. Na egal. So, dann machen wir ein paar von diesen Dingern hier. Was ist der denn jetzt? Jetzt habe ich ihn. Schwach gegen Fluch. Na, das ist ganz gut eigentlich. So. Oh, ja, sehr geil. Meine Batterie ist schon wieder fast alle. Das ist nicht so lustig. So. Habe ich auch jemanden, der das kann? Ja, komm. Mach den mal platt jetzt hier. So. Okay. Ich habe das jetzt mal drin gelassen im Kampf. Ich werde jetzt die anderen Kämpfe wahrscheinlich allerdings überspringen. Was ist das jetzt? Freudin? Schwer? Gegen einen Gegner bereichert. Bitteschön. Ein Arbeitspass? Oder Arbeiterpass? Juhu! So, erstmal Controller einstecken. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Das heißt, wir können theoretisch zurückgehen und danach schauen, ob es da noch was gibt. Weiß nicht, ob wir da jetzt schneller. Nee, kommen wir nicht. Weil wir zwar eine Karte haben, aber scheinbar nicht für die roten Türen. Deswegen brauchen wir es auch gar nicht versuchen. Ist das eine Tür? Hier durch? Oder ist es gar nichts? Okay. So, ich habe es ja mal ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe jetzt mal die Gegner, die hier waren, mal besiegt. Das waren jetzt nichts Besonderes, aber wie man sieht, kommt man hier durch. Man kann hier sogar auch hoch, um auszuweichen. Ich habe es gerade den Sprung nicht geschafft. Und hier geht es dann erstmal weiter. Sieht aus wie so ein Wartebereich. Der ist powerful? Da überzeuge ich mich mal kurz selbst, ob der powerful ist. So. Ich habe ja ein bisschen Showtime, das werden wir dann wahrscheinlich auch benutzen. Aber wir sollten immer die starken Gegner bekämpfen. Aber ich überspringe es mal. Schicksalsrad hatten wir auch schon mal als schweren Gegner. Deswegen skip. Ja. Auch diesen Gegner haben wir besiegt. Der war jetzt nicht so schwer. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Seltsam. Ich dachte, hier würde es irgendwas Cooles geben. Warum haben wir denn gegen den überhaupt gekämpft? Ah, okay. Egal. Hier geht es jetzt erstmal weiter. Oh Gott, sie sind aber auch wirklich alle sehr stark. Bully charge!
Ich weiß nicht, ob wir davon einen schnappen können. Yes. Geschafft. Aber auch das überspringen wir. Okay, der Kampf war schon ein bisschen schwerer, aber wir haben ihn geschafft. Und wir bringen auch immer mehr von den Viechern bringen wir auch. Okay. Wenn sie sich das wünscht, dann mache ich das natürlich. Speichere auch mal direkt. Okay. Ich schau mal auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Da oben ist irgendwie nichts oder so. Ich gehe jetzt trotzdem einfach dahin. Einfach nur, weil wir es können. Hallo? Hallo? Jetzt geht's auf. So. Hoffen wir mal, dass sie nicht viel aushalten. Können wir die schnell durcharbeiten. Okay, den haben wir jetzt auch abgeschlossen. Wie kommen wir hier hoch? Ah, hier. Kommen wir hoch. Okay, das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber wir machen das einfach mal so. Nice. Schickes Mikrofon. Na. So, ich schalte die mal hier alle aus. Hier ist eine Kiste versteckt. Wir schauen gleich mal, was in der Kiste drin ist. So, was ist in der Kiste drin? Ein glitzerndes Monokel. Ein Monokel. Popel, Popel im Monokel. Nein. Wir popeln hier nicht in einem Monokel herum. Da kommen wir auch gar nicht mehr hoch. Okay. Gut zu wissen, aber hier kommen wir hoch. Na. Gibt's hier noch eine Truhe? Nee, sieht nicht so aus. Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine versteckt, aber hier ist nichts mehr. Nee, wir kommen hier auch nicht weiter. Okay. Oder war da was? Nee, wir kommen hier nicht hoch. Boah, verdammt. Ah, umsonst da runtergesprungen. Okay, hier geht's nicht weiter, hier gibt's nichts mehr. Deswegen, wir hören nur noch das Schimmern der alten Truhe hier. Tatsächlich würde ich auch gerne meine Partymitglieder hier mal wechseln. Aber die haben noch Showtime, deswegen werde ich das erste Showtime verbraten. Das wollte ich nicht. Ich wollte in Ausrüstung reingehen und gucken, was dieses Monokel ist. Idle-Sticker. Kritisch. Stark. Hat jemand? Nein, das ist nicht das Richtige. Hat das jemand schon? Ausdauer, alle Werte, SP, Bewegung, Psy-Schaden, senkt Eisschaden. Senkt Eisschaden? Das ist gerade so unnötig. Dann gebe ich dir das glitzernde Monokel. Ja, irgendwie. Naja. Ist schon okay. Okay, mal schauen, was wir jetzt hier vor der Tür finden. Entry denied. Insufficient access privileges. Natürlich. Please surrender your desires or present your VIP pass. How's that? So if we get one, even we'll be allowed inside? That simplifies things a bit. Let's go find a pass then. But who would be carrying a VIP pass? I doubt we could tell just by looking. If only we knew of a place where such individuals might gather. Well, if they're important enough to be called VIPs, wollte ich sagen. Maybe they'd be in the first class lounge? Ja, es gibt ja auch eine VIP-Lounge tatsächlich. That's it, Noir! I had a feeling you'd know something about the VIP life. Already got a reading!
Let's check it out. Das ging schnell. Okay. Kinda easy. Merkwürdiger Rastbericht. Achso, und hier kommen wir nicht durch. Wir brauchen dafür... Achso, ja, ja, ja. Wir haben es ja schon mitbekommen. Ja, wir brauchen es da gar nicht erst versuchen. Wir öffnen das, was wir öffnen können. Und gehen dann hier durch. Auch durch die Ladebucht. Das ist ja ein winziger, schmaler Gang. Scheinbar. Ah. Wow. Think they're onto us. Be more alert from now on. A treasure chest. Wie geht's dir denn? Kommen wir da überhaupt dran? Oder müssen wir das von der anderen Seite machen? Ah, okay, wir kommen so ran. Gut zu wissen. Dreifachschuss. Kleines Labyrinth hier. So, da müssen wir springen. Was? Oh, ich hasse das mit diesem blöden Skill, den wir noch nicht haben. Muss ich mir merken. Auch hier kommen wir nicht so einfach durch. Ey, es ist manchmal so tierisch doof. Du kannst noch kämpfen. Garish scenery. You won't win any praise from me. This is hardly something I'd expect from first class. Lux, this isn't the time. Focus on the enemy. So far so good. It still hasn't noticed us. Sehr gut. Wir konnten auch die Tür nehmen, aber wir machen das einfach so. Good job, everyone. Okay, let's keep going. Krieg ich die Tür bitte auf? Nein? Oh, Gemeinheit. Oh. Das habe ich ganz übersehen. Und hier ist jetzt der letzte. Dass wir da auch die Tür nicht aufkriegen, ne? Na gut. Ja, es geht leider nicht anders. Wir müssen immer direkt gegen die kämpfen. Ja, wir werden gleich Showtime benutzen. Für den VIP-Pass und so weiter. Showtime! Showtime! Genau. Maximum power! Machen wir noch mal eine Showtime. So, haben wir jetzt aufgeräumt? Scheinbar nicht. So, noch zwei übrig. Sind die da? Now in the sky,
So, das ist aber echt so. Man braucht öfters mal einfach nur die Zeit, um die zu finden. Jetzt haben wir den Lounge-Bass. Der Feind hat das verloren. Was ist das denn? Oh, ist das ein VIP-Pass? Nein? Vielleicht war der Typ, gegen den wir gekämpft haben, kein VIP. Aber hier steht Lounge-Pass darauf. Vielleicht kommt man damit in die Lounge. Es gibt noch ein paar andere Erstklasse-Lounges. Sehen wir sie uns an. Ja, das machen wir auch. Wir haben jetzt mehr Zugang. Aber bevor wir weitergehen, machen wir noch mal schnell ein Teammitgliedwechsel. Sophia muss eh raus. Makoto kann eigentlich auch raus. Juske lassen wir jetzt drin, dann nehmen wir noch Morgana und Anne mit und dann passt das auch schon. Und hatten wir das nicht schon gemacht? Eis umgehen. Ich bin immer total verwirrt, wenn ich hier reinkomme. Und dann sehe ich, ja, hier, bitte. Sie haben noch nicht alles ausgegeben. Erhöht die Chance auf Brennen. Ja, dann machen wir das mal. So. Okay. Huch, was ist das denn? Blöde Hunde! Jeder mit euch! Ja, der Letzte. Sehr schön. Feuer ausweichen. Feuer umgehen. Erhöht Ausweichen von Feuerangriffen. Beträchtlich. Effekt addiert sich nicht. Das heißt, wir nehmen Feuer umgehen weg. Und nehmen das Ausweichen. Das ist dann besser. Sehr gut. Okay, wir schauen mal kurz einen Blick auf die Karte. Okay, wir sehen schon, wo wir rein können. Aber ich gehe nochmal zurück. Ich mache ein bisschen Backtracking. Wenn was Besonderes dabei ist. Also, ich zeig's nochmal. Ich gehe jetzt. Hineinzoomen. So. Nein. So. Ich laufe jetzt hier wieder zurück, ne? Über diese Eingänge. Da sind bestimmt mindestens eine Truhe. Die möchte ich gerne mir ansehen. Deswegen. Machen wir mal kurz Backtracking. Und ich blende euch wieder ein, wenn wir was gefunden haben. Also dafür haben wir es quasi gemacht. Hat sich kaum gelohnt. Ganz schön auf die Fresse bekommen dafür. So, ich weiß nicht, ob das Ding dann verschwindet. Wach gegen. Nice. Aha. Nochmal Räucherstäbchen bekommen. So gut. Haben wir das erledigt? Das heißt, wir können jetzt erstmal zurücklaufen, weil ansonsten haben wir hier quasi schon fast alles abgearbeitet. Es bleibt nur noch dieser, ja, eine Gegner, der wahrscheinlich der VIP hier ist. So, wir nehmen natürlich auch noch ein schickes Megafon mit, als ob die hier nur schicke Megafone hätten. Und dann greifen wir gleich irgendeinen von denen an. Wenn die doch mal ins näher kommen würden. Boah, das war knapp. Nice so. Das hat ja mal gut funktioniert. Und wir haben nochmal Punkte. Yes. Wir steigern weiter unsere Bindungen. Hahaha. Wo gehen wir jetzt hin?
Machen wir nochmal Entertainer? Ich glaube ja. Wir machen nochmal Entertainer. Und damit hätten wir es auch gemaxt, was sehr cool ist. Ganz ehrlich. Ja, und hier können wir auch nur frontal durch. Und jetzt gegen die Typen hier kämpfen. Ja und? Wir sind VIPs. Wir sind sehr wichtig. Wenn nicht, machen wir uns wichtig. Yo, you think this guy's a VIP? Naja. Oh, I'm sure we can get into part ways with it. Hey, take it easy. This is less Phantom Thieves and more just thieves. Nein, eigentlich ist das sogar noch weniger als das, weil das ist eigentlich nur noch Räuberei. Der ist schwach gegen Blitz und nichts, was ich dabei habe, das ist schlecht. Dann nehmen wir einfach etwas, was wir haben. Gegen Heilig. So. Persona, Duemo! Verkloppen wir die alle? Mann! Es ist schlimm, wenn man eigentlich jemanden anderen nehmen will die ganze Zeit, aber den kriegt man nicht kriegt. So, nochmal Weakness. Ich komme gerade auf den Angriff nicht klar. Was? Moment mal kurz. Jetzt aber. Bam. So, machen wir es mit dem Showtime zu Ende. Und dann sollten wir das den VIP-Ausweis auch haben. Hoffentlich. Yo. Show's over, man. Okay. Now we can count on you even more. This new skill. Yes. Sehr gut. Das heißt, wir können gegen einen, ja, genau, den hier rausmachen. Juhu! Und wir haben den VIP-Pass. Endlich. We have our VIP-Pass. Great. Now we can ride that airship. Let's get back to the departure gate. Das hat ja lange genug gedauert. Das sollte alles gut sein. So, wir öffnen das mal hier. VIP Pass accepted. You are clear to board. Alright, it's open.
let's make our way to the castle. Yeah, endlich, finally. So, bevor wir das aber machen, speichere ich dann trotzdem doch lieber nochmal, sicherheitshalber. So. Dann wird es Zeit, hier abzudüsen. Aber davor müssen wir natürlich erst kämpfen. Für den dritten Energiekern. Boah, ey. Wait a sec. This is a prison key. This must be an air traffic control tower for the airships. Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon auch gesagt. It's a good idea to get this place under control if we want a safe flight. Jo. Breathe. We can stop the other airships. It might reduce enemy reinforcements later on. All right, then. That's the plan. Make shit happen. Okay, was? Hier sind gar keine Gegner? Die kommen wahrscheinlich erst alle, wenn wir den Energiekern geschnappt haben. Dann rennen die uns die Bude zu. So, was haben wir als letztes? Wir hatten jetzt eine Puppe, eine Actionfigur, Emma und was ist das letzte? Das weiß ich jetzt nicht, irgendwas Persönliches. Ach, das Firmenabzeichen. Okay. Medice. Oder Medice. Interesting. A Medice Company Badge. Its symmetrical design is rather appealing. We've cleared all of the prison keys. Let's go ahead and board the airship. Wenn es doch nur so einfach wäre, Makoto. So, runter und dann werden wir gleich kämpfen müssen. Das ist sowas von klar. Oh, falsche Richtung gelaufen. Oh nein! Rufer nach Gerechtigkeit, okay? Like a phantom thief would ever return what they stole. I shall take great pleasure in granting you your destruction. Okay. Let's get it on. Hey, es ist eine Uhr. Letzte Richterin. So, dann nehmen wir mal jemand, der das hat. Hatte doch irgendjemanden leicht. Dass die auch nur leicht haben, ist echt ein bisschen doof. So, der hat aber schweren Flugschaden, deswegen. Nehmen wir doch mal unseren Brudermörder Seth dafür. Boah, der haut ordentlich rein. So. Boah, ich hab manchmal bekommst du gar nicht so schnell mit, was passiert. So, jetzt muss ich leider Morgana wieder zum Leben erwecken. Persona! Fortuna! Rajanaga!
handle this. I play to follow up, Doc. Not done yet. Oh, good one. Bonus low on health. Soll sich heilen. Oh, voll unfair. Problem ist, ich habe jetzt keine Angriffschance mehr. So, jetzt knallen wir das Vieh ab. Jetzt. Das war's. Uiuiuiui. Aber wir sind jetzt wirklich sehr, sehr runtergearbeitet. Looks like we finally cleared up the rabble. Talk about a waste of time. You sound like one of the bad guys. He looks like one too. Definitely doesn't look like a cop. Oh, shut up. So you stayed after I put you all away. Sehr lustig, diese kleinen Streitereien. So, Luftschiff zum... Zur Festung, Gefängnis, was auch immer. Palast von ihm. So, jetzt nehmen wir Ryuji mit und El muss auch raus, weil die sind alle schon sehr ausgezehrt. Ah, Yusuke kann auch weiter mit. So, dann geht's mal weiter hier. Jetzt können wir endlich mal fliegen. Wow, das Luftschiff ist riesig. Aus der Nähe ist es viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Okay, dann springen wir mal rein und fliegen zum Schloss. Ja, zum Schloss. Es wird jetzt auch mal langsam Zeit, dass wir da hinkommen. Wir sind schon viel zu lange hier in diesem Gefängnis. So, that was an airship. The view from the sky was truly breathtaking. My legs still feel rubbery when I walk. I thought it was fun. In fact, I'd like to go again. Hey, knock yourself out. Just save it for after we take down some. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir auch wirklich schon gegen ihn kämpfen. Wir speichern mal. So, und jetzt wäre es eigentlich vernünftig, mal kurz rauszugehen. Tatsächlich. Nochmal alles zu sortieren, nochmal zum Velvet Room zu gehen. Das mache ich mal ganz kurz. Okay, good work, people. So, damit wir mal ein bisschen noch Geld generieren können. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle Ausrüstungen haben, also die beste Ausrüstung haben, besten Schutz und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir mal kurz raus, geben uns noch mal kurz die Gelegenheit, uns aufzufrischen, bevor wir uns vielleicht schon dem Ende von Osaka und Akira Konoe stellen. Das weiß ich nicht. Was? Wann haben wir denn neue Anfragen bekommen? This is the request. Ja, krass. Da haben wir dann doch noch scheinbar neue Sachen. Machen wir erstmal das einfachere, Schrottsammlung. Überbringe verdächtige Textdaten. Kurin Ishinose, Freundin von Meta-Universe-Schnorrern. Bisher war nichts zu hören, dass die Phantom Thieves festgenommen wurden. Ihr seid also wohl entkommen. Weißt ja, hast du zufällig noch ein bisschen Schrott aus dem Meta-Universum für mich? Jo. Okay. Können wir auch gleich abgeben. Und gefällt dir Osaka? Also, für mich wäre das nichts. Ich mag keine Menschenmassen. Jedenfalls, hast du den neuen Schrott für mich? Das können wir tatsächlich sogar nicht mal abschließen. Okay. Aber das hier können wir abschließen. Maskenballpeitsche abgegeben. Und den Rest schauen wir uns auch gleich nochmal an.
will jetzt aber erstmal zum Wohnmobil. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie ich das denn handhabe. Wir gehen erstmal zum Shop und verkaufen erstmal alles, was wir nicht brauchen. Are you sure? Ist gar nicht so viel, leider. Und dann schaue ich nochmal, habe ich alles gekauft? Kurzen Moment, ich check das mal. So, tatsächlich waren ein paar Mitglieder nicht vollkommen ausgerüstet. Aber das haben wir jetzt erledigt. Große Schwertpeitsche. Maskenballpeitsche. Eine Peitsche, die Köpfe verdreht. Ja gut. Mehr ist es nicht. Schauen wir nochmal in die Anfragen rein. Was gibt es denn jetzt alles? Was ist denn hier neu reingekommen? Wir haben natürlich die Diebesherausforderungen jetzt hier noch. Und Gefängnispost 3 gefangen. Was? In Schreintoren? Der Hund des Hades heult. Tja, ob das doch vielleicht doch final schon ist? Wir schauen erstmal das hier. Lavenza aus dem Velvet Room. Nutzt du die Stärke von Personas auch gut? Du kannst dadurch genügend Macht erlangen, um zum wahren Meister zu werden. Aber genug der Ratschläge. Hier ist dein nächster Auftrag. Zeige Lavenza Technikexperte mit Königin Map. Schalte die Bindungsskillgrenzen Grenze frei. Okay, Map. Königin Map. Technikexperte. Ich glaube, so eine Karte habe ich sogar tatsächlich. Okay, let's do our best. Ich schau gleich mal. This is the request. Alles andere ist ja. You're doing this one? Konzentrationsskillkarte. Die Diebesherausforderungen und der Hund des Hades heult. You're doing this one? Okay, das ist nochmal ein schwerer Gegner. Genau, ich guck mal kurz, ob ich diesen Gegenstand habe. Technik-Expert. Habe ich sogar. Dreimal. Super. Das heißt, wir haben da kein Problem. Ich gehe in den Velvet Room. Ich wollte da eh hin. Ich werde das aber jetzt so ein bisschen skippen. Hallo, Trickster. Tada! Jetzt haben wir auch eine Uhr. Das ist nämlich Norn. Ich bin Norn. Dir mit der Maske. Dir wünsche ich viel Glück. Ja, das war's. Die haben wir erstellt. Tada! Wir haben noch Lilith. Ich bin Lilith. Ich bin von nun an deine Maske. Du wirst diese Nacht niemals vergessen. Ja, ich weiß nicht. So recht. Ich bin Trompeter. Der Klang meiner Trompete verheißt Unheil und Tod. Ich werde meine Maske, deine Maske. Lass uns musizieren. Yay. Ka-ching. Und noch eine Persona. Ich bin Kurama Tengu. Ich bin jetzt wohl deine Maske, also kann ich dich so viel ausbilden, wie ich will. Ja, danke schön. Tada, diesmal hat's geklappt und wir haben Bugs. Ich bin Bugs. Bist du der krasse Typ mit der Maske? Los, spielen wir. Tja, den müssen wir auch noch besiegen. Woanders allerdings. Und noch eine Persona, und zwar... Ich bin Mod. Ich sehne mich nach einem Kampf, bei dem mein Leben auf dem Spiel steht. Darum bin ich deine neue Maske. Tja, und das ist tatsächlich die letzte, die wir jetzt noch haben. Ich bin Nebiros. Ich werde deine neue Maske lenken und dein Schicksal. Alrighty then. Okay, wir haben Königin Marp drin. Jetzt können wir Technikexperte nehmen und es bei ihr reintun. So, erhöht den Schaden durch technische Treffer. Haben wir noch nicht. Ist kein Problem. Können wir einsetzen. Und fertig ist es, müsste sie gleich sagen. Das ist eine Königin Map mit technischer Adept. Das ist die angeforderte Persona. Gut gemacht, Trickster. Du gewinnst die Macht zurück, die du einst besessen hast. Oder vielleicht mehr, mehrst du sie sogar noch. Doch dir werden auf deinem Weg gewiss auch ebenso mächtige Feinde begegnen. Ich weiß aber, dass du siegen wirst. Bitte nutze diese Macht und überwinde alle Hindernisse. It's done. Gut, da sind wir wieder. Raus aus dem Velvet Room. Jetzt können wir noch die Anfrage abnehmen. Ich habe jetzt alle Personas hergestellt, die ich kann. Wir machen das. Und für Boosts von Persona-Fähigkeiten kann nun erhöht werden. Okay. Habe ich nie gemacht. Und ich glaube,
ich beende jetzt die Folge. Beim nächsten Mal, das sage ich jetzt schon mal, werden wir diese Diebesherausforderung machen. Wir werden uns erstmal alles durchlesen, was genau hier ansteht. Und dann werden wir ja das abarbeiten und dann machen wir wahrscheinlich das Finale in Osaka. Aber das alles erst beim nächsten Mal. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Persona 5 Strikers mit mir, dem J-Mo, hier bei Momo's Mo. Ich sag Cheerio und Matane, bis dann!